Bei uns im Schwarzwald gibt es richtig viel Platz. Riesige Wiesen, viel Wald und große Gärten. Tiere können es ja eigentlich total gut haben. Aber manchmal muss man eben ein bisschen nachhelfen. Und du hast es auch geschafft, Flöckchen. Seht ihr, impfen tut gar nicht weh. Das nächste Mal müsst ihr also keine Angst haben. Na, wie heißt du denn? Ein bisschen eng da bei dir. Und so ganz alleine. Willst du mal ein bisschen mit Flöckchen und Max spielen? So, ihr! Ausflug! Los geht's! Mann, das ist echt blöd. Ihr könnt euch da drin ja überhaupt nicht bewegen. Wie die Sardinen. Na du? Ihr habt's wirklich nicht schön hier, hm? Einen Namen hast du natürlich auch nicht, was? Dann nenne ich dich jetzt Sardinchen. Passt doch. Willst du raus? Na gut, komm. Du darfst später. Sardinchen. Einmal wieder über eine Wiese hoppeln, ha? Wo willst du denn jetzt hin? Zum Umweltamt, wegen der Windräder. Ja, die schauen sich das jetzt an. Aber doch nicht heute. Warum denn nicht? Weil Thomas wegen des Saatguts unterwegs ist und ich dann wieder mit der ganzen Arbeit alleine dastehe? Ja. Was schickst du denn auch weg? Weil du mir nie sagst, was Sache ist. Ich hab da angerufen, jetzt passt's halt, jetzt ist es halt so. Na klar, gerade so wie es allen anderen passt. Josephine macht ja. Josephine ist ja da. Guck mal, sie hat die Tür schon. Sag mal, was soll das denn? Du kannst doch die Kaninchen hier nicht laufen lassen. Ich passe ja auf. Ja, aber die hauen doch ab. Und ich fange sie nicht wieder ein, das sage ich dir. Nee, aber die können ja auch nicht Tag und Nacht in einem viel zu engen Stall sitzen. Das ist hier ein Bauernhof und kein Streichelzoo. Trotzdem ist der Stall zu klein. Wieso repariert ihr nicht endlich den alten und baut einen ordentlichen Auslauf? Weil da gerade keiner Zeit für hat. Aber für alles andere ist Zeit, oder was? Wann auf meinem Hof wer was macht, das geht dich überhaupt nichts an, Paulina. Aber das ist Schickfällerei. Wie bitte? Meine Tiere werden nicht gequält. Du packst das Kaninchen jetzt in den Stall und dann ist Schluss. Frechheit. Was ist denn mit der los? Komm, ich bring dich zurück, Sardinchen. Mümmel? Warum ist denn keine Abdeckung drüber? Ich habe nur ganz kurz ein Futter geholt. Der kann da nicht raus. Hoffentlich hat ihn niemand gefressen. Ich bin bei Max und Flöckchen. Hä? Na, Lucy ist Kaninchen. Warte! Lucy! Sag mal, spinnst du? Einfach Mümmel mitzunehmen. Ich hatte eine Scheißangst um ihn. Tut mir leid. Ich hab doch einen Zettel geschrieben. Und Mümmel wollte einfach mal Freunde haben. Und mehr Platz zum Spielen. Stimmt's, Mümmel? Ja, das hat er dir gesagt. Ja.
der freien Natur hoppeln Kaninchen die ganze Zeit hin und her. Deshalb muss ihr Stall ziemlich groß sein, damit sie sich wohlfühlen. Den ganzen Tag sitzt er schon auf dem Amt rum. Und Thomas kommt auch nicht wieder. Und an wem bleibt alles hängen? Ich meine, wenn du mir jetzt nicht helfen würdest. Ich bin echt urlaubsreif. Nach meiner Arbeit im Büro ist das für mich wie Fitnessstudio. Muss ich da nicht auch noch hin? Außerdem ist das doch schön mit den Tieren. Ja, wenn du sie nicht füttern musst und melken und ausmisten. Ach komm, deine Kühe würdest du vermissen, wenn sie weg wären. Manchmal überlege ich mir, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mir auch eine Kuh anschaffen. Die haben sowas Beruhigendes. Du kannst gerne jederzeit hierher kommen. Wirklich. Fällt mir was ein, wie wär's denn mit einem Schaf statt mit einer Kuh? Ein Schaf? Ja, das wäre perfekt für euren Hang. Sie machen nicht viel Arbeit, im Gegenteil, ihr hättet einen tierischen Rasenmäher. Ja, aber das muss doch geschoren werden und gemolken. Nein, die mähen dir einfach nur den Rasen. Und so ein Schaf hat auch was Beruhigendes. Okay, also ein Schaf. Das ist eine gute Idee. Du würdest mir damit einen Riesengefallen tun. Der Bauer Jupp, der schafft das nämlich nicht mehr. Und wir haben ja sogar den alten Unterstand noch. Ja, dann mach mal den Zaun klar. Der darf nämlich keine Löcher haben. Okay. Eigentlich sollte mein Kaninchen Mümmel schon lange einen großen Stall bekommen. Und jetzt hatten Lucy und ich uns endlich an die Arbeit gemacht. Na, wie findest du Mümmels neuen Stall? Wow, super. Jetzt braucht er nur noch einen neuen Freund zum Spielen. Ich wüsste da einen. Echt? Wen? Sardinchen. Sardinchen? Ja, ist ein Kaninchen von Josephine. Der arme Kerl sitzt da so eingezänkt mit drei anderen in einem viel zu kleinen Stall und wird gemästet. Wie gemein. Ja, okay, es ist ein Bauernhof und es sind Nutztiere. Aber deswegen muss man sie ja nicht gleich einpferchen. Ich habe mich voll angelegt mit Josephine heute. Da muss man doch was machen. Da kannst du gar nichts machen. Ist kein Streichelzoo. Ach komm, mit Josephine kann man doch eigentlich reden. Ich rede mit der kein Wort mehr, so wie die mich heute angezickt hat. Bloß weil ich ihr gesagt habe, sie soll endlich einen größeren Stall bauen. Mein Hof, meine Tiere. Dabei haben die Tiere noch nicht mal einen Namen. Und euer Hund? Hat der auch keinen Namen? Doch, Oswald. Oswald? Hast du gehört, Mümmel? Oswald. Lucy beschloss, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Die Kaninchen von Grieshabers zu befreien und für Mümmel neue Freunde zu besorgen. In den Urlaub. Und du wartest. Psst. Alles gut, Oswald. War gut auf dem Amt. Die gucken sich die Weidauer Höhe an. Da gibt es eine ordentliche Pacht für. Gut, dann brauchen wir den Hof ja vielleicht bald nicht mehr. Was hast du denn? Viel Arbeit, wie immer. Ich bin übrigens morgen nicht da. Nur, dass du Bescheid weißt. Wo gehst du denn hin? Zu Jupp, wegen der Schafe. Oswald! Oswald! Oswald, was ist denn? Gib Ruhe! Na, geht doch. Keine Angst, ist voll schön da. Darf mich aber nicht verpetzen. Tschüss, Oswald. Thank you.
So, jetzt geht's los. Hey, na? Machst du denn da? Den Zaun reparieren. Wozu? Na, muss ja mal gemacht werden. Wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze und rede, ist das für mich ein guter Ausgleich, so ein bisschen körperliche Arbeit. Einfach nur so? Mhm. Du bist eine miserable Lügnerin. Wieso? Pass mal auf, wir haben 3 Hunde, ein Kaninchen und den ganzen Tag die Praxis voller Tiere. Das genügt. Stimmt. Aber ich war vorhin bei Josephine im Kuhstall. Du hast eine Kuh gekauft? Nein, das macht ja viel zu viel Arbeit. Was dann? Ein Schaf? Also, Josephine gibt mir ein Schaf. Und ich finde das super. Mhm. Das macht überhaupt keine Arbeit. Im Gegenteil, das mäht uns hier den ganzen Rasen ab umsonst. Mhm. Und du musst dich auch nicht kümmern. Ich mach das. Versprochen. Ach komm, wir gehen heute Abend was essen. Wir bringen den Mädchen eine Pizza mit und ich lade dich ein. Du hast freie Wahl. Du kannst dir aussuchen, was du willst. Lammbraten. Du bist unmöglich. So, Freiheit für Sardinchen. Jetzt könnt ihr euch mal so richtig austoben. Ja, sag mal Mümmel hallo. Sardinchen, das ist Mümmel. Wo sind die denn alle her? Keine Ahnung. Die können ja wohl schlecht von alleine hierher gehoppelt sein. Jetzt sag schon, woher hast du die? Von Grieshabers. Hast du die etwa geklaut? Spinnst du? Der enge Stall, in dem die sitzen, das ist doch wirklich Tierquälerei. Deswegen kannst du sie nicht einfach klauen. Du hast doch selbst gesagt, alle Kaninchen sollten es so gut haben. Was machen wir jetzt? Warten, bis Josephine einen ordentlichen Stall gebaut hat. Ja, und dann? Kriegt sie sie wieder. Und du willst einfach hingehen und ihr das sagen? Oh. Wir könnten ihr schreiben. Wenn ihr eure Kaninchen wieder wollt, baut einen größeren Stall. Foto an mail@tierretter-waldorf.de. Du bist genial. So, und den legst du jetzt bei den Grieshabern in den Kaninchenstall, okay? Habt ihr vielleicht noch einen Briefumschlag? Das sieht doch besser aus, oder? Ja, in der Praxis. Ich guck mal nach. Und wenn Lucy schon mal dabei war, konnte sie gleich nachsehen, ob andere Kaninchen in Waldau auch mehr Platz brauchten. Schon Hunger? Was ist los? Alles okay. Und bei dir? Okay. Was ist los? Ich hatte Streit mit Josephine.
Warum? Ich habe ihr nur gesagt, dass ihr Kaninchenstall zu klein ist. Und da hat sie voll rumgezickt. Das ist ihr Hof und das geht mir nichts an. Und hat sie bestimmt schlechter Tag gehabt. Ist manchmal so. Ja, okay. Aber dann muss sie mir nicht gleich reindrücken, dass ich hier nicht hingehöre. Hat sie nicht so gemeint. Ist aber so. Ich vermisse Mama. Ich auch. Wenn Kaninchen morgen nicht wieder auftaucht, habt ihr Schweine ein Riesenproblem. Na, was machst du? Ich habe was nachgeguckt für die Schule. Über Windräder. Jetzt haben irgendwelche überdrehten Tierretter im ganzen Dorf den Leuten die Kaninchen geklaut und erpressen sie, dass sie größere Ställe bauen. Das geht doch wirklich zu weit, oder? Ja, wirklich. Es geht zu weit. Hierher. Sofort! Mann, ich glaube, es hackt! Morgen, Oswald. Danke, Oswald. Toller Wachhund. Das geht echt zu weit, Paulina. Was? Wo sind die Kaninchen? Was ist denn los hier? Hä? Hier. Wenn ihr eure Kaninchen wieder wollt, baut einen größeren Stall. Foto an mail@tierretter-waldau.de. Und damit willst du nichts zu tun haben? Nein! Ich lass mich nicht erpressen. Wo sind meine Kaninchen? Ich weiß es nicht. Lüg mich nicht an, Paulina. Ich lüg nicht und klauen tue ich schon gar nicht. Keine Ahnung, wo die Kaninchen sind. Ich war das nicht. Paulina, wenn sie sagt, sie das nicht war, dann sie das nicht war. Musst du doch langsam wissen. Wenn es um Tiere geht, dann traue ich ihr alles zu. So, das müsste eigentlich halten. Dann gucken wir uns das in 2 Wochen noch mal an. Danke. Tschüss. Der nächste, bitte. Wir wollten nur den Kriegshaberndruck machen. Und jetzt ist der ganze Stall voller Kaninchen. Hast du einen Knall? Da war doch noch Platz. Und deine Idee war einfach genial. Ja, danke auch. Jetzt war das Ganze meine Idee. Ich dachte, ich gucke mir das halt überall an. Und die hier, die hatten alle viel zu kleine Ställe. Aber ich habe das alles sortiert. Hier, guck mal. Die roten sind von Kriegshabers, die blauen von Riedels und die grünen von Brunner. Alles tippitoppi. Wenn sie größere Ställe gebaut haben, kriegen sie zurück. Mann, Lucy, was denkst du, was wir für einen Ärger bekommen, wenn Philipp das sieht? Die reden doch jetzt schon im ganzen Dorf darüber. Bist du nun eine Tierschützerin oder nicht? Ja, aber... Mann, was machen wir denn jetzt? Als erstes kriegen sie Futter. Toll. Ihr wart es. Und ich krieg den Ärger zu Hause. Josephine hat mir nicht geglaubt. Ich würde lügen und sie erpressen. Es war so gemein. Tut uns echt leid, Paulina. Wir können doch mit Josephine reden und sagen, dass wir es waren. Von mir aus.
Ich rede mit dir nicht mehr. Ich gehe da nie wieder hin. Nie wieder. Aber wo willst du denn hin? Keine Ahnung. Nach Polen, zu Mama. Bei Josephine bleibe ich nicht. Na, Sardinchen. Ist wirklich schöner hier, hm? Komm, drück mal zu deinen Augen. Mist, Philipp kommt. Ihr müsst die Kaninchen unbedingt verstecken. Ich versuche ihn aufzuhalten. Hallo Philipp, was machst du denn hier? Wollte mal nach eurem neuen Stall sehen. Ach, ja, aber noch nicht jetzt. Also, ich meine, wir sind noch nicht fertig. Wir bauen ja noch. Ja, soll ja eine Überraschung werden. Ich bin so neugierig. Komm, lass mich mal. Nein, nein, also erst wenn alles fertig und richtig schön ist. Und sauber gemacht. Ja, wir müssen noch ausmisten. Ja, und es stinkt doch ganz fürchterlich hier drin. Aber das stört mich doch nicht. Ich guck's mir mal an. Wahnsinn. Sieht ja super aus. Nicht schlecht. Ich rieche auch gar nichts. Ja, hier lagern wir unser Heu und Stroh. Aha. Gut, ne? Reicht erstmal, ja. Theodor, mein neues Kaninchen. Nur zu Besuch. Wollte mal den neuen Stall sehen. Theodor, darf ich vorstellen? Dr. Hansen. Theodor? Sardinchen. Ist meiner. Also, der war auch neugierig. Ja, weißt du, Mümmel ist viel zu viel alleine. Sind ja Herdentiere. Kaninchen brauchen Gesellschaft. Klar. Philipp! Noch mehr Tiere. Bring dir deine Rasenmäher! Komm so rum, ich mach dir auf! Nee, nee, bleib mal oben, ich bring sie dir hoch! Das sollen Schafe sein? Die sehen doch aus wie Ziegen! Das sind Kamerun-Schafe! Kamerun-Schafe? Na, hoffentlich ist es kein Pärchen. Die vermehren sich wie die Karnickel. Apropos. Wie viele Kaninchen sind in diesem Stall? Hm? Nicht. Pauline hat nichts damit zu tun. Lucy und ich waren das. Ja, aber das ist Diebstahl und Erpressung. Wie stellt ihr euch das denn vor? Wir haben uns so leid getan. Ja, und von alleine ändert ja auch keiner was. Das rechtfertigt doch keinen Diebstahl. Also, ihr bringt diese Kaninchen jetzt sofort zu ihren Besitzern zurück. Und entschuldigt euch, okay? Und dann könnt ihr bei der Gelegenheit ja vielleicht freundlich und nett aufklären, wie man Kaninchen artgerecht hält. Okay. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, ist gut. Die kommen. Wart mal ab. Hier. Oh, sind die niedlich. Willkommen bei den Hansens. Mitkommen. Gut, machst du gut. Mitkommen. So. Ich dachte, ein oder zwei. Wie ein oder zwei? Schafe, du hast nie von der Herde geredet. Ja, das ist aber eine Herde, Helena. Ja. Ich hab dir doch gesagt, der alte Jupp schafft das nicht mehr. Der nimmt die nicht zurück und wir können die auch nicht nehmen. Ich hab nicht gleich mit so vielen gerechnet. Ja, aber ihr habt doch so eine riesengroße Wiese. Da braucht ihr doch mehr als zwei Schafe. Ich hab gedacht, du freust dich. Naja, niedlich sind sie schon. Guck mal, das Kleine. Siehste, guck. Okay, geh da.
Sardinchen. Passt da ja wirklich nicht mehr rein. Ich würde dich ja auch am liebsten hier lassen. Ich frag mal Greta, ob sie uns eine Transportbox leiht. Paulina? Josephine, ich war das nicht. Leo und Lucy haben sich das ausgedacht. Ich wollte sie gerade zurückbringen, ich schwör's. Ich glaub dir ja. Ich weiß, dass du nicht lügst und ich weiß, dass du schon gar nicht klaust. Es tut mir leid, ich war im Stress und ich war wütend auf Vinzenz und das habe ich an dir ausgelassen. Entschuldige bitte. Mir tut's auch leid. Du bist keine Tierquälerin. Ich war einfach nur sauer. Manchmal sagen wir einfach Sachen, die sind blöd. Willst du mit nach Hause fahren? Und du bist also Sardinchen. Na, wenn du jetzt schon einen Namen hast, willst du ihn vielleicht behalten? Wirklich? Ja. Danke. Komm. Ich weiß, es war nicht okay, dass wir die Kaninchen geklaut haben. Aber auf dem Griesaberhof wurde ein neuer Stall gebaut. Und ich hoffe, dass irgendwann alle Kaninchen genug Platz zum Leben haben. 11, 12, 13, 14 sind's. Aber vor Männern haben sie ein bisschen Angst, hat Josephine gesagt. Zu Recht. Ich dachte, ein Schaf. Dachte ich auch. Aber es ist eine ganze Herde. Die sind doch niedlich. Ja. Tiere bis unter das Dach.